Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Railroad. Wir sind heute in Olten unterwegs, einen ganz wichtigen Eisenbahnkreuz der SBB. 16:15 Uhr, Bahnhof Olten. Wenn jetzt etwas schief läuft, dann hat das Auswirkungen auf das gesamte Schweizer Eisenbahnnetz. Willkommen in Olten, die wichtigsten Eisenbahnknoten in der Schweiz, wo fast alles zusammenläuft. Und du hast nun die Aufgabe, hier alles durchzuschleusen. In gut 100 Minuten musst du 72 Züge abfertigen, das ist im richtigen Leben. Auch für die Profis im Leitstand eine tägliche Herausforderung. Denn die Abstände, in denen die Züge in Olten und in die nahe Umgebung um diese Zeit passieren, sind äußerst eng. Viel Glück! Ja, dann haben wir noch ein paar Tipps hier. In Dulligen die Züge nicht zu früh annehmen. Die Weiche direkt östlich von Olten zwischen Gleis 4 und 9 sind nicht schnell befahrbar. Siehe Speedchart, sieht man dann im Workshop. Deshalb besser die Weichen weiter östlich rechts benutzen. Infos. Der Gleisplan bis auf die Abstellung und Olten RB wurden so genau wie möglich implementiert, inklusive der Geschwindigkeiten. Die Signale stehen ebenfalls da, wo sie auch in Wirklichkeit stehen. Ein paar wenige zusätzliche Signale waren aber nötig, damit alle Fahrstraßen eingestellt werden können. Die Züge, bis auf die Gütezüge, verkehren exakt nach dem Fahrplan 2022, sind mit den richtigen Zugnummern beschriftet und befahren auch überall die richtigen Gleise. War das eine Arbeit? Ich muss sogar die Hilfe eines Fahrdienstleiters der BZ Mitte in Olten in Anspruch nehmen. Merci Andreas für die grafischen Fahrpläne. Notiz: Oltengleis 12 hat die Nummer 1, da in Railroad die Anzahl der Bahnhofsgleise auf 11 limitiert ist. Okay, ja dann machen wir das mal. Also, wir werden nicht die vollen 100 Minuten machen, aber so ein bisschen werden wir es auf jeden Fall spielen. Und dann haben wir schon den ersten Zug aus Zoffingen, und zwar die S29. Fährt nach Aarburg, Oftringen, Gleis 2. So, da haben wir das schon mal eingestellt. Ja, und die Gegend kenne ich sehr gut, denn ich da ganz in der Nähe wohne. Und kenne ich den Bahnhof sehr gut. Vor allem auch die Gegend hier. Und ja, was haben wir hier alles? Also da haben wir Rotrist. Geht es nach Bern weiter. Da oben haben wir Decknau. Da geht es nach Basel weiter. Oltener Hammer, direkt schon nach Biel. Olten an sich mit Abstellung. Dann Trimbach, geht es weiter nach Sissach. Die alte Hauenstein-Linie. Und da haben wir Dulliken, da geht es weiter Richtung Aarau und Zürich. Ja, ein bisschen blöd, wenn hier dann Gridlock ist. Gut, wir können mal ein bisschen vorspulen. So, Decknau haben wir einen Güterzug. Der will auf Olten Gleis 12. Ja, dann schauen wir mal. 12 ist da unten. Das heißt, wir fahren einmal so. Und will dann nach Rotrist. Und mal schauen, ob ich dich über Aarburg schicke. Oder über da oben. Du bist dann auf die 2. Werde ich dann entscheiden, je nachdem, was hier los sein wird. Fürs erste fährt er erstmal nach Olten. Intercity 5. Der will auf Gleis 7. So, einmal schön hier rein. Und werde dann vermutlich Richtung Zürich weiter. Auf die 3 bist du. Ja, okay. Wenn du das möchtest. So, intelligente Sortierung machen wir hier mal an. S-Bahn fährt los. In Olten möchtest du auf Gleis 9. Also straightforward weiter. Und fährt dann auch auf die 3. Da wird garantiert der Express vorher wegfahren. Nice. Das ist ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Die S26. Auf Gleis 3 möchtest du. 1 bis 4, 3. Mal schauen. Ja, 1 bis 4 auf 3. Bis 4 zieht
CD3. Okay, gut, dass ich nochmal geschaut habe. Da steht ja dann gerne mal zwei Züge. Zum einmal zusammen heiraten oder trennen oder einfach so aufgeteilt. Ein bisschen Platz sparen. Da ist aber die Aare hier eingezeichnet. So, in der City. Du fährst dann gleich mal weg. Auf die 3. Das werde ich schon mal einstellen. So. Wo ist eigentlich der Güterzug? Ach, der ist jetzt da langsam am Kommen. Noch ein Intercity. Von wo? Von da oben. Aus Basel. Möchte auf 11 CD. Wo ist... Hä? 11 CD 11. Ach, noch da unten bist du. Details, der fährt eigentlich die Strecke vom Güterzug hier lang. Und da. Da. Einmal so. Du bist eine Geschwindigkeit von 140 maximal unterwegs. Der Güterzug fährt 100. Fährt nach Autrist. So, er ist da. Er ist auch am Einfahren. Güterzug ist da. Herr Güterzug, Autrist, Gleis 2. Ja, was war's? Wir schicken dich mal über Aarburg. Im schlimmsten Fall kann der Express dann von oben fahren. Aber es sollte sich eigentlich ausgehen, vom Abstand her. Wo fährst denn du hin? Du fährst nach Dulicken 1. Aber du fährst wieder Retour. Dann sage ich dir schon mal, dass du wenden darfst. Ah ja, da kommt der nächste. Du bist noch 1 bis 4 CD1. Kannst du haben. Und fährt dann wieder Retour. Interregio Rotrist. Ja, wir fahren hier oben lang. 1, 4, AB, Gleis 4. Dann Richtung Zürich weiter. Oha. Der kommt schnell. Aber der bleibt auch stehen. So, bei dem haben wir Abfahrt. Der fährt ab in Olten um 23 in 3 Minuten. Dann kommt gerade der nächste. 1, 4, AB, Gleis 3. Wird dann aber wieder nach Dulicken Retour. Warte mal. Er wird um 7:30 Retour. Du fährst um 5:30. Okay. Weil ich bei dir auch schon mal sagen, dass du wenden darfst. Bei dir geht's Dulicken Gleis 3. Dann fahren wir hier mal geradeaus und dann fahren wir so, so, so.
Gut. Muss mich um das erstmal nicht mehr kümmern. Oh, noch einer von da unten. Ein Intercity. Ah, Burg Oftringen, Gleis 2 Durchfahrt und fährt dann auf Gleis 10. Ah, Güterzug, du wirst vermutlich warten müssen. Was haben wir jetzt hier? Interregio. Level einmal nochmal ganz nach unten. Erst dann hier so. 12-1. Das wird sich nicht ausgehen, oder? Der fährt 100. 120 Grad. Güterzug, du wirst mir kurz anhalten müssen. Express hat Priorität. Habe ich wieder gesagt, wenden? Nö. Aber jetzt. Die habe ich es auch gemacht. Ja, sehr gut. So, weg ist er. Ich brauche noch mal einen Screenshot. Perfekt. Oh, gleich Doppelpack hier. Durchfahrt 24, 24. Track 7. Interregio Gleis 4. Fährst nach Zofingen. Der fährt nach da unten. Spannend. Bei dir Gleis 7. Ja, ich weiß, mach mich gerade mal nicht nervös. Gleis 7. Oh, der fährt durch. Den muss ich aufpassen. Ah, der fährt Zofingen Gleis 2. Warte mal. Falsch. Zofingen Gleis 2. Ja, Leute, Geduld. Bei dir ist es eingestellt. Eurocity. Ah, der will noch Dulliken Gleis 1. Jetzt kommt der Stress. Du fährst dann hier so, 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 so. Ja, ja, ich komme ja schon. Interregio Gleis 9. Wo ist Gleis 9? Das ist da. Und bleibt da stehen. So, der Güterschleuder kann dann auch gleich fahren. Perfekt. Bleibst du stehen? Ja. Er bleibt nicht stehen. Du musst auf die 3 weiter. Ja, Moment mal. Okay, ist eingestellt. Er hier. 1, 4, A, B, Gleis 1. Das war's, dann fahren wir hier mal so. Und ein ICE. Sag mal, ihr wollt mich stressen. Gleis 7. Gleis 7 mit Halt, Gott sei Dank. Okay. Ja, wird nicht langweilig hier in Olden. So, der Kollege. Interregio Aberg Oftringen Durchfahrt fährt weiter nach Zofingen.
Zofingen 2. Cool, ist eingestellt. Wir haben hier die Abfahrten 8 Minuten, 10 Minuten, 8 Minuten, 3 Minuten. Sollen wir die schon mal einstellen? Du fährst auf 3. Na, du fährst mal da nicht hier so lang. Hier so runter, da rein in die 3. So, Kollege, du fährst noch Rodrist. Gleis 2. Das heißt, du kannst eigentlich hier noch da so fahren. Einmal so drüber. Rodrist Gleis 2. Perfekt. Wo fährst du hin? Der wird nach Tecknau 4. In 2 Minuten. Können wir dich eigentlich von da unten her schicken lassen? Ah ja, und der nächste. Intercity. Oh, der fährt nach Tecknau hoch. Dann fährst du hier so, Tecknau Gleis 4. So, und wer hat sich beschwert wegen Signal? Ich hab's doch ganz genau gehört. Nee, alle am Fahren, keiner steht vorm Signal. Okay, 1 Minute 16 fährt er weg, er fährt auch nach Tecknau, das heißt, du fährst hier so lang. Okay. Noch in der City. Oh, Leute, sag mal. Gleis 8. Gleis 8, das ist eins wieder oben. Ah, fährt jetzt über die langsame Weiche. Okay, er fährt nach Rodrist, aber Oftringen 3. Läuft, läuft. Ich kann nur leider das Summary noch nicht sehen, weil ich es jetzt nicht komplett fertig mache. Wer ist der nächste da oben? Er da in 5 Minuten. Du fährst auch nach Tecknau. Wie bringe ich dich da hin? Gut, schaue ich mal gleich an. Wo ist der? Der will nach Rodrist. Alles klar. Wenn sie haben, ist frei. Ja, den muss ich ja dann da so schicken, sonst kriege ich dich da gar nicht drauf. Zwei Minuten. Wo fährst denn du jetzt dann wieder hin? Fährst nach Trimbach wieder. Also du kannst wenden. Ah, Doppel-S-Bahn. Von wo? Ah, der fährt nach Aarburg, Oftringen. Aarburg Oftringen Gleis 1.
Wo bist du hin? Ah, Gleis 11. Elf AB, 11. Hä? 11 AB. Ach, das ist da unten. Okay. Ah, du fährst dann hier so, so. So, 11 AB. Und fahrt dann wieder nach Technau. So, jetzt muss ich aber die Fahrstraße für ihn hier machen. Er will nach Technau fahren. Er muss nach da. Nach da. Nach da. Ja, ja, gleich. Ist ja alles Gleis 4 hier unten, ne? Ja. Passt. 11 CD. Oh, fuck. 11 CD. Easy Fahrstraße, ich muss die einmal zurücknehmen. Shit, das habe ich übersehen. Du fährst nach Rotrist, Gleis 2. Sorry. So, und er fährt dann ebenfalls nach Rotrist. Haben wir hier das gleiche. Nächster Zug, Intercity Gleis 7. Stressig hier. Passt, eingestellt. 3 Minuten, 1 Minute. Du fährst nach Dulikin Gleis 1. Du wirst erstmal hier so fahren. Und dann so. Kleine Detour, aber hab doch, du kommst raus. 3 Minuten, 1 Minute, Oldenhammer. Perfekt. Und der nächste. Auf Gleis 8. Puh. So, du bist dann auf Gleis 10, sehe ich da. Geht sich wunderbar aus. Und nein, den ich vergessen habe. Nee, können alle erstmal fahren. Du fährst nach Zofingen. Was wir über Ab auf Oftringen. Gleis 3. Stellen wir mal ein. Und dann auf die 2. Okay. Und dich muss ich mir nicht mehr kümmern. Der Kollege ist am Abfahren. Und wird dann hier gleich frei. Ja, perfekt. Hat seine Ausfahrt. Und er fährt dann gerade hinterher. Aber er fährt nach Trimbach. Weißt du was, wir machen das so. Du fährst dann so. So. So, so, so. So, so, so. Fährt der eins weiter unten und für Trimbach. Fährst du hier oben. Da, da, da und da. Dann sollte das gut aufgehen. Ich denke mal, hier wird es dann so richtig spaßig, wenn du Störungen hast und natürlich dezente Verspätungen. Dann hast du hier richtig Spaß in dem Bahnhof.
Oh shit. Der hat Durchfahrt. Gut, dass ich mir den angeschaut habe. Der fährt auf die 3. Intercity 7, oder? Oder 7? Nein, Intercity irgendwas. 14,29. So, der Kollege kommt. Der fährt nach Teknau. Wieder retour. Dann sagen wir bei dir wenden. Hat aber eine Standzeit von 8 Minuten. Oh, krieg ich bei dir. Oh shit. Der wird anhalten müssen. Wegen dem Intercity. Er ist mit 80 unterwegs. 80, 80. Jo. Das ist jetzt blöd. Ich hätte natürlich den Intercity 1-2 da runterschicken können. Oder den halt da oben fahren lassen. Das gibt Punkteabzug. Wer denn? Wo denn? Ah. Sofingen, Gleis 1. Aber Oftingen, Gleis 2. Dann nehmen wir das hier einmal kurz zurück. Stellen das hier wieder ein. Ja, ich weiß, Kollege. Express hat Vorfahrt. Sorry. Ah, beziehungsweise. Nein. S9 blockierten Weg. Naja, das geht sich aus. Ich glaube, der fährt jetzt dann gleich weg. Der fährt dann ein. Naja, alles gut. So, dann. Du fährst Rotrist Gleis 2. Komm mal hier oben. Perfekto. So, Bahnhof Sofingen. Er fährt jetzt ab. Neues. Du bist ins Depot Gleis 2. Okay. Hier machen wir automatisches Wenden an. Ach, der hält ihn aber oft. Ja, dann ist ja gar kein Stress. Hinterleger 27. Bin auf Gleis 12. Wie kommst du? Einmal so. Gleis 12, 1. Fährt nach Sofingen weiter. Ich glaube, ich kann mal ein bisschen vorspulen. Da kann ich eigentlich die Fahrstraße für dich schon mal weitermachen. Du bist dann auf Gleis 8. Was ist das hier? Komm, mach mal frei hier. So. Ja, passt. Ja, easy. 52 Züge noch. Und die nächsten.
Wen haben wir hier? Interliga 37, der will nach Decknau. Das ist jetzt ein bisschen blöd. So, wo ist der andere? Genau. Aborg Oftringen 2. Gleis 11 im Anschluss. 11 CD 11. Okay. Nee, das machen wir nicht so. Du bist also auf Gleis 8. Und dann fährst du hier so und dann so runter. Oh, das ist eine knappe Sache. Komm, fahr schneller. Ich will ja keine Strafe haben. Knappe Sache. So, 3 Minuten 30, Decknau. Wir fahren so. So. Perfekt. Ja, vorspulen. Ach, warte mal, du bleibst hier noch stehen. Wer will was? Wo war das jetzt? Wo wir jetzt den Zugang genommen? Ach, da. 1-4 CD. Weiter nach Hamm, wieder Retour. Oftringen 3. Kriegst du jetzt auch schon mal von mir. Und so fingen 2. Weg mit dir. Gut, war schwul. Genau, Gleis 3. Der will auf Olten. Gleis 12. Mal wieder da unten runter. Gleis 12. Perfekto. Lass mich raten. Dulliken 3. Einfach nur straight nach draußen. Interregio 17. Der möchte gern über Aborg Oftringen fahren. Wieso? Aber gut, wie du das willst. Und dann auf Gleis 10. Das haben wir hier runter. Du, Kollege, wieder wenden. Eigentlich wiederholt sich das ja teilweise einfach so stündlich mit den ganzen Zügen. Bis auf ein paar Extrafahrten und so. Olten RB3. Okay, das ist mal was anderes. 1-4 RB2. Olten RB3. Güterzug, alles klar. So, dann Schierbahnhof, ja klar, RB. Und dann noch Decknau. Wie lange bleibst du hier noch? 20 Minuten, holy shit. Du bist nachher wieder nach
Aarburg-Oftingen und dann nach Zofingen. Okay, dann wirst du wenden. S23, Gleis 9. Wir von dann da einmal runter. Hoffentlich ist der schlau. Mayung, mach frei. Den S-Bahn-Kollegen. Nice. Oh ja, jetzt kommt's von da oben. Level nach Dulligen 1. Okay, Moment. Jetzt kann ich nicht weiter einstellen, mache ich dann gleich. Du wärst gern auf Gleis 8 gefahren. Gleis 8 ist 1 weiter oben. So, und der wollte auf die 1. Nice. Du bleibst jetzt auf 14 Minuten stehen. Okay, blockier mir mein Gleis. Das ist schon in Ordnung. Olten, Rotschis, du bitte auch einmal wenden. Intercity fährt dort nach Dulligen durch. Über Gleis 7. Nice. Durchfahrt ist gestellt, Kollege. Also eigentlich könnte ich die schon nach Decknau schicken. Da fährt als erstmal nichts in die Richtung. Du hast auch keine Durchfahrt. Ne. Sehr gut. Erste und fährst noch Rotrist auf 1. Aber Gleis 3, Rotrist 1. In dazwischen hat es noch einen Bahnübergang. So, 12 Minuten, 12 Minuten, 3 Minuten für Rotrist. Nächster Intercity. Wo bist du hin? Ah, das ist S23. Auf die 9 dann. Okay, du bist auf die 9. Was gerade besetzt ist. Warten wir damit noch. Wo bist du hin? Intercity 5. 1, 4, AB, 2. Okay. So, Rotrist in der Minute bei ihm hier. Kriegst du ja auch. Rotrist Gleis 2. Interregio Gleis 4. Okay. Ist gemacht. Dann ist der nächste R hier.
Nachdem das eh in 2 Minuten ist. Warte mal, der Kollege kommt ja dann noch. Na gut, bis der kommt. Rotrist, du fährst dann hier oben lang. Nice. -o. Ja, läuft. Ich würde sagen, wir haben es im Moment noch im Griff. Der nächste. 1, 4, CD, 2. 1, 4, CD. Hä? Wie? Ah ne, 3. Okay. Weiter nach Hammer weiter. Wo ging es hier nochmal? Ah, da ging es nach Biel. Okay. Ah, für dich habe ich auch schon alles eingestellt. Ja, passt. 9 Minuten, 9 Minuten, 14 Minuten. Und der hat seine Vorstraße schon. Cool. Einmal weiter. Oh, warte mal. Du hast jetzt Ausfahrt. Intercity 5. Noch Dulicken 1. Fast übersehen. Intercity 6, der möchte auf die 7. Also das wäre so ein Bereich, glaube ich, den würde ich mir gerne Auto einstellen, dass es immer auf Fahrt ist. So, Gleis 7. Hast du bekommen? Ja, ich muss schon sagen, macht Spaß hier FDL zu sein. Gerade wenn man hier ganz in der Nähe wohnt. Und das mal so aus FDL-Sicht sieht. Wieder mehr, denn oh, so viele Intercities. Gleis 8 Durchfahrt. Weiter nach Rotrist. Kann man haben. 2, 3. Bitteschön. Mich würde interessieren, wie schnell der da über die Weiche drüber heizt. Er sagt bloß, der fährt jetzt mit 120 über die Weiche drüber. Haben wir hier eine Speedweiche? Ja. Ja, breiter damit 120 drüber. 2 Minuten. Dulicken 1. Du fährst ihm hinterher. Ja, gut. Du machst genau das Gleiche. Viel Spaß. Olden Hammer. Perfekt. Da haben wir noch 5 Minuten, 5 Minuten. Ja. Brauche ich, glaube ich, noch nichts einstellen. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, fürs Angezockt von Olten reicht es jetzt erstmal. Wenn ihr das selber spielen wollt, ihr findet es im Steam Workshop. Ich versuche das in der Videobeschreibung rein zu verlinken, dass ihr da direkt einen Link drin habt. Ansonsten nach Olten suchen und ja, wir haben noch 43 Züge, es geht noch ein bisschen länger. Vielleicht ist ja noch special-mäßig irgendwas dabei. Mal sehen, aber das dürft ihr dann entdecken. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da oder sogar ein Abo. Und dann sehen wir uns schon beim nächsten Abenteuer. Mal sehen, was es sein wird. Bis dahin, gute Fahrt!
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Baubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.